Hallo liebe Angelfreunde und Angelfreundinnen. Ich habe mit großer Freude ja festgestellt bei mir in den YouTube-Stats, dass inzwischen auch einige Damen diese Videos gucken, hier die Angelvideos. Ich freue mich ja immer, dass immer mehr Frauen auch an die Angelseen kommen oder grundsätzlich auch zu dem schönen Hobby finden. Von daher auch ganz viele Grüße an alle angelnden Damen da draußen, die die Videos sehen. Ich habe euch in den vorherigen Videos immer vergessen. Das war nicht böse gemeint, aber hallo liebe Angelfreunde war so mein Standard-Intro-Satz. Aber ja, genug gelabert. Heute machen wir ein kleines Video mit meinen Yaris-Spoons. Ich wollte die einfach mal vorstellen. Ich habe ja über den einen oder anderen Spoon, habe ich ja auch schon mal was gesagt, in meinem Video zu den Top 5 Spoons, also zu meinen eigenen Top 5 Spoons. Ich verlinke euch das mal hier oben, das Video. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Yari Deutschland ist danach auf mich zugekommen und hat mir ein paar Spoons auch noch geschickt, ein paar andere, die ich noch nicht habe. Die hatten sich riesig gefreut über das Video, obwohl ich mit denen vorher eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt hatte. Die haben mir vor allen Dingen auch ein paar Spoons geschickt, die ich an euch verlosen kann. Das freut mich ja immer besonders, wenn ihr auch davon profitiert. Da werde ich euch nachher aber noch was zu sagen, wie ihr die gewinnen könnt und auch um welche Spoons es sich da genau handelt. Das erfahrt ihr dann im Laufe des Videos. Jetzt fangen wir erstmal an zu angeln und schauen wir mal, dass wir den einen oder anderen Fisch ans Band bekommen. In den letzten Wochen hat sich das ja als relativ schwierig herausgestellt. Ihr habt es gesehen in dem Video über die Sticks, also über die X-Lure. Das Gewinnspiel läuft auch noch, da könnt ihr vielleicht noch mitmachen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei diesem Angelvideo. Bis dann! Das war auch mal ein vernünftiger Biss jetzt, ey. Ui, Zirkusnummer hier. Hier nochmal richtig ab. Wahnsinn. So, jetzt haben wir aber. Jetzt haben wir. Die hat ja gar keinen Bock. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen, den ersten Fisch habe ich gefangen. Eine schöne Portionsforelle. Der Fisch kam quasi auf ein TF-Evo. Ich werde es jetzt so machen in dem Video. Ich werde euch entweder hier unten oder da unten ein Bild immer reinpacken. Mit einem Bild von dem entsprechenden Spoon, mit dem ich geangelt habe, womit ich den Fisch gefangen habe, den ich euch zeige. Ich werde euch die Farbe dazu schreiben und das Modell, damit ihr genau wisst, womit ich geangelt habe. Und ja, ich hoffe, dass ihr das dann gut nachvollziehen könnt, dass das auch gut verständlich ist. Jetzt haben wir eine. Das war ein guter Biss. Ist jetzt kein Rekordfisch, aber auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall haben wir eine. So. So, schauen wir mal. Ja, die planscht jetzt noch ein bisschen rum. Die will jetzt hier in den Rand rein. Nimmt noch mal ein bisschen Schnur. Aber.
Park. Er sitzt wunderbar im Mundwinkel, da sollte uns eigentlich nichts passieren. Nehmen wir jetzt auch mal ordentlich Druck hier drauf. Und ab in den Kescher mit dir. Jawohl. Nein, die ist wieder raus. Was ist das denn? Ah. Jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Versorgen wir mal. Und dann zeige ich euch den Fisch. So, da ist die Nummer 2. Der Fisch ist versorgt und einmal abgewaschen. Ich zeige euch den mal hier schön rein. Eine schöne Portionsforelle wieder. Wieder auf den Jahrespoon. Welchen? Da kommt das Bild ja hier unten hin, habe ich ja schon gesagt. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal weiter. Live bis habt ihr gesehen. Was ganz interessant ist, ist, die Fische scheinen heute tatsächlich eher so auf etwas gedecktere Farben zu stehen. Oh, meine Finger sind noch voller Blut. Und zwar, jetzt teste ich mal sowas hier. Das ist so eine, ja, so eine Eierschalenfarbe. Alles mit Glanz war heute bisher nichts. Alles, was irgendwie geleuchtet hat oder richtig extreme Farben hatte, war auch jetzt nicht so spannend für die Fische anscheinend. Testen wir es jetzt mal hiermit. Da, da haben wir wieder einen. Sehr schön, sehr schön. Das funktioniert doch jetzt quasi wie am laufenden Band. Jetzt kriegen wir wirklich die Bisse auf und die Fische hängen. Die beiden, jetzt haben wir es jetzt anscheinend ein bisschen mehr eingegroovt hier mal, dass die auch ein bisschen besser drauf gehen. Oh, jetzt haben wir hier noch den Knüppel im Dings. Das soll natürlich nicht sein. Da kommt der Fisch. So, komm, 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 komm. Dümpelt der hier vorne rum, statt hier einfach mal über den Kescher zu schwingen. Ja, jetzt. Okay, alles klar. Okay, da haben wir wieder einen. Nächste Portionsforelle. Ich zeige euch die schnell auf den Köder. TF Evo. Auch wieder so eine gedeckte Farbe. Diesmal eher bräunlich, Rückseite ist schwarz. Da wieder ein Biss. Schade. Da ist er wieder. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah, auch mal ein besserer Fisch. Also jetzt kein Lachs oder so, aber auf jeden Fall schöne Portionsforelle. So, haben wir den Knüppel drin. So. Bisschen dirigieren, dass die nicht so viel springen. Weil jeder Sprung kann, bedeutet quasi Gefahr, dass der Haken sich löst, weil die Jahreköder, ihr wisst, die kommen ja ohne Widerhaken. Und da ist es natürlich dann ziemlich gefährlich, wenn der Fisch springt und man quasi den Druck auf den Köder verliert. Aber das war jetzt schön, zwei Würfe gemacht quasi mit dem Köder und direkt hängt der nächste Fisch. Super. Oh, da ist schon einer. Da ist er schon. Boah, gerade reingeworfen. Schon ist der Fisch dran. Kommt hier mit Vollgas auf uns zugeschwommen. Jetzt läuft es aber hier bei uns. Ja? Kann man doch nicht anders sagen. Da haben wir einen Kescher noch. Unhandliche Dinge. Ja,
Jawohl, ist er doch. Warte mal, wenn er drauf kommt. Ja, liebe Angelfreunde, ihr habt gesehen, wir haben jetzt den einen oder anderen schönen Fisch gefangen, eine Portionsforellen, wirklich schöne Fische mit allen Flossen dran, alles auf die Yari-Köder. Da Yari mich ja kontaktiert hat, nachdem ich mein Lieblingsspoon-Video gemacht habe, kann ich euch jetzt auch noch was verlosen. Und zwar gibt es als erstes quasi ein Probepäckchen von den coolen Yari-Snaps. Die finde ich wirklich super. Die halten echt richtig gut, die sind ziemlich klein, aber halten trotzdem auch dicke Lachsforellen. Dann verlose ich euch einen TF Evo in der Farbe GER01, also ist extra für Deutschland lackiert, eine lackierte Farbe. Dann gibt es einen Perica in 2,6 Gramm in der Farbe, oh jetzt habe ich hier die Farbe drüber, Y82. Und zum guten Schluss den GEAE, also Germany 02, Deutschland 02, Dexter in 3 Gramm. Ja, ich hoffe, ihr freut euch, wenn ihr die Köder gewinnt und wenn ihr damit was fangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass man quasi auch mal mit anderen Farben was fangen kann, als diese Standardfarben Gelb und oder Orange oder so. Also an manchen Tagen ist es einfach so, dass die gedeckten Farben, quasi wie die Farbe von meiner Jacke, tatsächlich die besten sind. Deswegen habe ich euch quasi auch diesen bräunlich-schwarzen, der ist von auf der Rückseite auch schwarz, habe ich euch mal noch dabei gepackt, dann, damit ihr da auch was habt, was ihr an solchen Tagen wie heute nutzen könnt. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie ihr die Sachen gewinnt. Ja, ihr kennt das ja von mir, ich verlange immer nicht so viel von euch. Schreibt mir mal einen Kommentar unten rein. Ich freue mich natürlich auch immer riesig, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Damit helft ihr mir auch, dass ich solche Gewinnspiele dann in Zukunft auch weiterhin machen kann. Also es bringt mich dann auch auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall aber viel Spaß, stramme Leine und sag einfach mal bis demnächst. Ciao, ciao.